Hi, willkommen in unserer Reisegruppe. Ich bin Ayana, das ist Laurin und wir wollen euch das LearnGraph vorstellen. Genau, beim LearnGraph-Projekt erschaffen wir ein vollständiges Bildungssystem, ein internationales, frei zugängliches Bildungssystem für jeden und jeden, ohne Barrieren. Die Bildung, das Lernen, das begleitet uns ja das ganze Leben lang, von Kindheit bis zum Ende. Und mit LearnGraph ermöglicht es, egal wer du bist, wo du wohnst, was deine Situation ist, dass du halt auch Freude am Lernen haben kannst. Genau. Wir schaffen dafür eine Crowdsourcing-Infrastruktur von Lernabhängigkeiten. Das heißt, um Multiplikation zu verstehen, musste ich persönlich zuerst Addition lernen. Ich sag mal 9 von 10 als Wissensabhängigkeit. Also gewichtete Wissensabhängigkeiten, die wir in eine Landkarte reinkompilen. Die Landkarte von allen möglichen Curricula. Und so eine Landkarte, das kann man sich vorstellen wie so ein Google Maps fürs Wissen. Also wir haben ja Ziele, die wir erreichen wollen mit unserem Lernen. Wir wollen ja ein Thema Wissen. Und in LearnGraph kannst du das eingeben. Du kannst eingeben, was du schon kennst. Und dann kannst du gucken, wie komme ich denn da hin? Und genauso wie Google Maps möchte man vielleicht zu Fuß dahin. Also man kann sich in ganz vielen verschiedenen Themen da vereintiefen auf dem Weg. Oder vielleicht bist du kurz vor Klausur und musst das so schnell wie möglich kennenlernen und du möchtest lieber mit dem Zug dahin. Genau. Dann startest du sofort durch und bei dem ersten Thema, wo du stehen bleibst, wirst du auf OER-Content weitergeleitet. Bei allen Themen, die wir im LearnGraph haben, wird ausschließlich auf frei zugängliche Bildungsquellen verlinkt, dass du sofort durchstarten kannst. Und nicht nur hast du alles Mögliche an freie Ressourcen, du hast halt auch eine Community, die da genau gleich interessiert ist an diesem Thema, die vielleicht auch so einen Weg mit dir gehen möchte, zu Fuß oder mit der Bahn. Genau, so kannst du deine eigene Reisegruppe starten, international oder lokal, wie es dir beliebt. Also geh auf learngraph.org, schau mal vorbei, schau, ob du Themen findest, die dich jetzt schon interessieren. Und wenn nicht, dann trag sie ein. Denk darüber nach, was interessiert dich gerade wirklich und starte dort deine eigene Reisegruppe, lokal oder international, wie es dir beliebt. Wir freuen uns, dich da zu sehen. Thank you.